Lass mal kurz was, ein bisschen was essen. Ein paar Kartoffeln und einmal kurz speichern. Rundstreitkolben. Salz. Salz ist immer gut. So, wenn jetzt denn doppelt angezeigt. Ein paar Feuersalze, ein Brot, Ankerkanalschlüssel. Verdammt, das Buch ist nur Deko. Okay. Hier liegt auch nichts. Weiter. Ach, scheiße. Ja. Dann, das bedeutet... Nein. Feuerball. Ein beschworener Wächter. Das gefällt mir gar nicht. Hier. Gut, komm, weiter geht's. Ich würde sagen, wir speichern einmal kurz.
Ah, hier geht's weiter. Eine Tür muss man immer finden. Meisterbuch in Alchemie. Genesungstrank einfach. Salze. Ja, benutze ich mal. Können wir Lebensenergie wiederherstellen? Ah, wie schön. Herstellen. Wie schön. Hallo? So. Ja. Und möchte verlassen. Okay, der Blitz ist auf jeden Fall besser. Was war denn das? Die wollen mir hier nichts geben, ne? Es gibt nur Verdorbenes. Das finde ich ziemlich schade. Die haben wirklich nichts, was man nehmen kann. Gute Ilra Badert da. Nein. Kräuterrucksack. Mhm. Ja. Was hast du denn hier geschrieben? Nein! Das ist falsch. Das hier. Ich gestehe hier mit meinen Sünden. Und der Name der schwarze Wipfe, Mann und Frau Alte, da kann kein. Ein verabscheuendes Wesen. Okay. So, die Frage ist, wo ist jetzt Jasper? Und was hat er mit dem ganzen Scheiß zu tun? Why, Jasper? Why? Can you tell me a little simple question? Why? Das sieht creepy aus. Nein, ich hab meinen Keil. Ich hab mein Pferdchen. Ich hab deinen komischen Golem besiegt. So. Madame, habt ihr einen Augenblick? Nein, hab ich denke, nicht. Wir beide könnten ins Geschäft. Schreitet wohl. Na los,
geht weiter. Bist du wieder da, Jasper? Bin ich jetzt den ganzen Weg umsonst gelatscht? Oder was habe ich jetzt gemacht? Skyrim Excel funktioniert nicht mehr. Juhu, ich hasse es. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder und ich hoffe, diesmal kommt es zu keinen Verzögerungen oder ähnlichem. Während sie warten und dieses wunderschöne Bild von einem mittelalterlichen Fantasy Roguelike, keine Ahnung was, sehen. So. Du hier? War dir auch noch ein wenig Frischluft? Was? Ach nein. Ich hatte nur kürzlich ein Gedankenspiel und kann nicht so recht eine Antwort darauf finden. Stell dir ein Mädchen vor. Seit ihrer Kindheit wird sie von ihrem Vater auf massivste Art und Weise gezüchtigt, verprügelt. Sie wächst zur Frau heran und irgendwann verstirbt ihr Vater. Dann verliebt sie sich in einen Mann, der aber ihrem Vater sehr ähnlich ist. Sie weiß nicht warum, aber sie tut es. Und während am Anfang alles anders scheint, wird ihr Gefährte irgendwann immer ausfälliger, schreit sie an und verpasst ihr Ohrfeigen. Bis er irgendwann wieder zum Rohrstock greift, den sie nur allzu gut kennt. Jetzt die Frage: Wer trägt die Schuld? Also, auf einer abstrakten Ebene. Wer ist dafür verantwortlich, dass sich das Leben der Frau so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat? Dass sie sich in dieser Situation befindet? Der Gefährte, weil er sie verprügelt? Die Frau, weil sie sich unbewusst einen Mann gesucht hat, der die Umstände ihrer Kindheit wiederbelebt? Oder der Vater, weil er begonnen hat, seine Tochter zu verprügeln? Der Vater. Das dachte ich anfangs auch. Aber was, wenn auch er ähnlich aufgewachsen ist? Wenn er nur nachgelebt hat, was er selbst kannte? Ich weiß es nicht. Nur so. Du sagtest, dass du mich gesucht hast. Was gibt's? Was? Dann glaubt der Erzmagister wirklich, die Dalvarek sollten einen dieser Steine besessen haben? Das hätte ich doch gewusst. Glaub mir, ich habe mich mehr als einmal in die Schatzkammer unseres Hauses geschlichen und da war kein schwarzer Stein. Nicht im geringsten, nein. Mal davon abgesehen, dass das, was du da beschreibst, verdammt schaurig ist. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer ein Interesse daran hätte, mich auf Leichenschnitzeljagd in Ark zu schicken. Entweder wir haben es also mit einer Verwechslung oder mit einem ernsthaft gestörten Zeitgenossen zu tun. Waren Ermordete allesamt Verbrecher? Ja, so weit war ich auch schon. Aber das ändert nichts daran, dass ich nicht die leiseste Ahnung habe, warum wer auch immer dahinter steckt, mir diese Karte schickt und nicht zum Beispiel der Arker Garde. Nein. Beziehungsweise... Warte. Kannst du mir die Briefe nochmal zeigen? Beim weisen Eremiten, das... Nein. Das kann doch nicht sein. Was? Wenn man die Buchstaben richtig kombiniert, ergeben sie einen Satz. Klopf, klopf, wer ist denn da? Komm herein, aber komm allein. Es... Aber nein. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich kenne den Satz aus meiner Kindheit. Es war Adilas und meine Losung, wenn wir uns für unsere Expeditionen aus dem Haus schlichen. Ja, aber... Nein, das ist doch Unsinn. Adila ist eine Apothekaria, keine Mörderin. Du hast doch gesagt, eines ihrer Opfer war eine Assassinin. Wie hätte sie bitteschön eine Assassinin zur Strecke bringen sollen und...
Wieso? Ach, das ist doch Quatsch! Selbst wenn sie die Macht hätte. Adila könnte keiner Fliege was zuleide tun. Ich vielleicht, aber doch nicht sie. Ich werde es dir beweisen. Triff mich in Dünenheim, dann gehen wir zu unserem Versteck. Los. Ah, erst mal in Dünenheim treffen.